Kommen wir zu Wissenswerten um die Stadt. Ich werde hier keine wichtigen Inhalte verraten, die gilt es selber zu entdecken. Da empfehle ich euch, falls ihr eine ausführliche Berichterstattung wünscht, wie immer Guild News. Dort werdet ihr sicherlich auch schon bald Guides und Tutorials zu allem Neuen finden, was wir hier in der Stadt entdecken können. Neben Krustentieren und Fischen, die wir meistens in Form von Gebäuden hier bestaunen können. Was soll diese Skulptur denn darstellen? Sieht man das nicht? Die Lichter sind Augen. Ihr nehmt mich auf den Arm. Schaut auf die Augen. Neigt den Kopf ein wenig. Ach Mann, das ist verflammt, ein Stachelrochen. Haben sich auch noch gute alte Bekannte hier niedergelassen. Ich meine, hört ihr es dann nicht? Das Klackern und Knacken, das Zwitschern und Quieken. Wir wissen, was das ist und wir wissen, dass es Hunger hat. Und dass es wächst. Schnell. Unglaublich schnell. Hey, hey, ist das nicht die eine vom Spießrutenlauf? Doch, doch, definitiv, das ist sie. Sie trainiert. Was hat das zu bedeuten? Könnte es sein Löwenstein? Wie wär's denn mal wieder mit einer Arena mitten in Löwenstein? Ah, das wäre etwas, was mir unglaublich gut gefallen würde. Dann könnte ich wieder zeigen, was für unglaublich gute Talente in mir stecken. Oder auch nicht. Generell geht hier Seltsames vor. Überall werden Löwengardisten bestochen. Man munkelt hinter vorgehaltener Hand, Geheimnisse werden ausgetauscht, Orte sind verschlossen. Ich brauche mehr Geld. Sprecht nicht so laut. Sie führen Razzien durch. Aschenklinge macht Ärger. Ich weiß nicht, wie lange ich noch... Singvögel sind ganz schnell tote Vögel. Ich hatte euch gesagt, er würde sowas abziehen. Was nachts im Gasthaus vor sich geht, ja? Das ist ja sowieso etwas, ganz Spezielles. Oh, hey! Sie haben die Taucherbrille vor der Zerstörung gerettet! Oder vielleicht ist das ja auch eine neue... Ah, wie gut, dass man von hier aus springen kann. Den Weg nochmal runterlaufen. Nein, danke. Ist doch ein ganz schön weiter Weg, was? Wie jetzt? Ihr wart noch nicht oben. Dann aber los! Erinnert ihr euch noch an das Moa-Rennen in Löwenstein? Wetten, bis der Geldbeutel leer war. Also meistens zumindest endete es so. Tick zieht auch im neuen Löwenstein seine Küken wieder groß. Ich hoffe doch fest entschlossen, sein Geschäft wieder zu eröffnen. Oh, und da oben ist ein wundervoller Ort, Feste zu feiern und auch zu heiraten. Vor allen Dingen schaut euch die Bögen an. Gratisblumen gibt es auch noch dazu. Ich frage mich, ob hier etwas Großartiges geplant ist oder ob das einfach zur allgemeinen Verfügung steht. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ich würde vorschlagen, ihr schnappt euch eure eigenen zwei Beine. Portet euch nach Löwenstein und schaut euch um. Ihr könnt, auch wenn ihr das Spiel noch nicht besitzt, direkt nachdem ihr es gekauft habt, ja, einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, nach dem Einloggen, nach den ersten Instanzen, von eurer Heimatstadt aus sofort nach Löwenstein reisen. Das ist der Mittelpunkt, der Handelsmittelpunkt, der Reisemittelpunkt. Hier kommt ihr schon mit Level 2 hin und könnt schon in dieser Stufe hier die ein oder andere Überraschung entdecken. Erinnert ihr euch noch an Blue Manu und Penelope? Blue Manu und Penelope waren zwei sehr tapfere Quaggern. Diese Quaggern haben wir schon häufiger getroffen. Angefangen mit der Katastrophe des Albtraumturms. Beraubt ihrer Heimat kämpften sie Seite an Seite mit all den tapferen Helden für den Frieden und gegen die schrecklichen Erlebnisse der lebendigen Geschichte Teil 1 und Teil 2. Und als sie aufeinander trafen, mochten sie sich sofort. Doch die Schlacht um Löwenstein traf sie erneut hart. Zu Hause, und das hatten sie lange nicht mehr. Aber jetzt, im neu aufgebauten, stolzen Löwenstein, erblüht auch ihre Liebe. Und wir haben einen wundervollen neuen Ort voller Quaggern, Quappen und einem wunderschönen Gute-Nacht-Lied. Schuschu, gute Nacht, es ist jetzt Schlafenszeit. Die Wellen schaukeln dich ganz sacht im Ozean so weit. Quaggern singt dir vor im Traum von tausend Blubberbläschen. Es ist so schön, die tanzen um dein Näschen im silbernen Meeresschaum.
schon gute Nacht. Es ist jetzt Schlafenszeit. Die Wellen schaukeln dich ganz sacht im Ozean so weit. Löwenstein. Morgen sind dir vor im Traum. Von tausend Blubberbläschen, die tanzen um dein Mädchen im silbernen Meeresschaum. Mama, schau! Findet, das hier ist eine sehr nette Gemeinde.